zu Breaking, den Kapitel Nummer 15 und ja, sind in den USA zu Gast und ja. Na dann. Romeo ist weiter angehalten und der Abstand zwischen dem 4. und 5. Platz in der Konstrukteurs-WM schrumpft und schrumpft. Ein Anruf von Zoe. Zoe? Papi! Hey, Lilly. Mami sagt, du bist in Amerika, wo die Cowboys herkommen. Ja, oder weniger. Stimmt. Papi ist in Amerika. Fährst du heute gegen Cowboys, Papi? Gegen ein oder zwei. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer, Lilly? Du. Du musst nur mal sicher gehen. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb, Papi. Kann ich mal mit... Tschüss. Oh, die möchte nicht mehr sprechen. Ja, die Presse ist wieder... Oder auch nicht. Jetzt ruft doch mal Zoe an. Hallo? Macht anscheinend Spaß, einfach so aufzulegen. Ja. Sieht so aus. Bist du startklar? Ja, na sicher. Die Chancen, dass Alfa Romeo den vierten Platz holt, werden immer besser. Schade, ich war gern der Außenseiter. Du musst immer noch Butler schlagen. Du meinst wohl, wir müssen immer noch Alpha Tauri schlagen. Das auch, schätze ich. Okay, dann lasse ich dich mal weitermachen. Bis später. Ciao. Jo, bis später. Jo, die Situation mit der Presse ist endlich zum Besseren gegangen und da, ja. Oder hat sich zum Besseren gewendet. So. Sie berichten jetzt mehr um unsere starke Form und dass die Möglichkeit hat, einen Platz zu holen in der Konstrukteurs-WM. Und das ist immer das. Eine gute Publicity. Ja, die Streitereien, das hat sich immer natürlich ein bisschen in den Medien gehalten, wie es auch immer so oft ist. Aber jetzt haben wir das Thema hinter uns und es geht weiter. So. Brian. Naja. Okay, jetzt rein. Hey Leute! Ausverkauftes Haus! Kaspar! Wir haben uns seit seiner Bekanntgabe nicht gesehen. Mann. Das war echt anständig. Es kostet Mut zuzugeben, dass man nicht mehr mithalten kann. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass du mutig bist. Das ist ein Kompliment. Und dass ich nicht mithalten kann. Ach, das war nicht so gemeint. Ich habe nur andere sagen hören, dass du deine besten Zeiten hinter dir hast. Das funktioniert nicht mehr, Devin. Tut mir leid, was meinst du? Wir wissen, was du über uns gesagt hast. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich dachte immer, du wärst nur eine Tratsche, Devin. Aber du bist ein Lügner. Ach, komm schon. Ihr beide... Ihr wart doch immer so schön unterhaltsam. Habt euch gestritten und euch aus dem Rennen geworfen. Das war genial. Das war echt die allerfeinste Unterhaltung. Und jetzt regt ihr euch nur darüber auf, wer was gesagt hat. Das ist echt kleinkariert. Ernsthaft, was seid ihr nur für Vorbilder? Ich werde nicht mit dir diskutieren. Da verliere ich. Ja, gewinnen ist nicht so ganz deine Sache, das stimmt. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist meine Zeit vorbei. Aber seine nicht. Und er ist der bessere Fahrer. Der Anfänger? Ach, ich bitte dich. Die Stelle bei Ferrari gehört mir. Das ist so gut wie offiziell. Ja, da gibt es nur ein Problem, Devin. Hä? Das wäre? Ich glaub dir kein einziges Wort mehr. Sag's ihm. Hey! Keine Ahnung, wer die Stelle kriegt. So, Kapitel 15 sind wir noch. Wir sind jetzt im Rennen. Und dann gucken wir mal.
Ja, dann gucken wir mal rein. So, wir haben noch 7 Runden hier in Amerika. Ah, was, den kriegen wir schon da. Siege Butler. Wenn wir Siege schon noch hin. Geil. Ach, wir haben noch ein Auto dazwischen, okay. Kannst du wieder der nächste ist? Fett. Oder? So. Ich hab mich da tief wie vor mir, der hat fast mir die Schüsse drauf. Devon sat in P8. Okay, da ist schon ein bisschen was überholt, gerade. Ich hänge mal noch auf Platz 8, 12 fest. Das war nur Con. Okay, jetzt ist Power. Devon's currently in P9. Aha, ist geholt worden. So, also, der ist vor uns. Kämpft jetzt gerade. Butler kämpft jetzt gerade gegen Butler. Ich habe schon noch 5,3 Sekunden, da vorne ist das Ziel. Auf jeden Fall. You're in the top 10 now, keep it up. Devon is directly ahead of you. Gap to car in front is 3.1 seconds. You're closing in on Devon, Cass. Let's put the pressure on. Yeah, yeah. So, probieren wir es gerade mal. Nick ist der Nächste. So, Leclerc ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir schon noch 6. That's P6. You've moved up into P6. Wir haben noch 4 Runden.
Guck, wie weit es doch da vorne geht. So, now it's up to 5. So, it's going to happen. Na, da war das nicht der gute Lando. Aber dann probier ich halt mit dann von mir auf der Linie, genau, ist der Kinder. Willst du die beiden im Start verstoppen? Lauf jetzt auf Marsepin auf. Wir haben noch 3 Runden hier. Nehmen den Ultra. Ja, und ich bin. Die kann man ja schon überrundet. Aber er macht Platz. Gleiches Podium noch drin. Ich wollte das passieren und dann auflaufen. Was über den Kopf durch den Fuß. Aber gucken, ich wollte das genauso wert wie eben Norris. Weniger. Norris hat sich noch ein bisschen dagegen gehalten. Bisschen dagegen gehalten, aber das ist ja nicht so. Davor sind wir Perez. Lass mal gucken. There's 3 laps of fuel remaining. So, jetzt mal in die Warte machen, dann mache ich sie nämlich halt auf der anderen Seite. So, der nächste wäre dann jetzt Lewis Hamilton. So, mal gucken, was wir kriegen. So, die Frage ist... Ich glaube, dass das nicht zu sehr cutten.
Dann haben wir gleich mal komplett in die Zweikampfwaffe, ja, und trotzdem sind wir vorbeigekommen. So, Perez hole ich mir noch in der vorletzten Runde. Eine Runde haben wir danach noch. Hier in den USA, dann sind wir durch den Kapitän 15. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch sind. Noch Perez macht den Platz, der jetzt das Dachmin schon gegeben hat. Und gleich zu Beginn der letzten Runde sind wir dann in Führung endlich. Ich kann mich ein bisschen freuen, wenn er dann sieht, dass wir gewonnen haben und er nur irgendwo um Platz 9 herumfährt. Da haben wir's. There's only one lap of fuel remaining. So, die letzte Kurve hier und dann haben wir es geschafft, in den USA das zu triumphieren und das ganz, ganz wichtig, unseren kleinen Rivalen, Gavin Butler, zu schlagen, wenn da jetzt nichts mehr Dramatisches passiert wird. Jetzt sind noch ein paar Kurven Zeit, wie schön nochmal die langgezogene rechts. Nochmal links, dann nochmal links und mal kurz auf Starten, hier, letzte Kurve hier. In Texas, in USA und wir haben den Sieg in der Tasche. Yes! Great job, you've done everything we wanted today. Und es kündigt sich ein dramatisches Finale für diese Saison. Der Kampf um die Spitze geht natürlich auch weiter, aber im Mittelfeld kommt Alfa Romeo ein ganzes Stück näher an Alfa Tauri. Beide Teams hatten eine erstaunliche Saison und es gibt auch Gerüchte, dass Butler und Jackson eine Chance auf die freie Stelle bei Ferrari haben. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Man wünscht sich ja fast, dass diese Saison niemals endet, aber das muss sie lang. Ab jetzt kommt es auf jede Runde und jede Sekunde an. Was für eine packende Saison. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg von Alfa Romeo. Ja, wichtig ist, dass wir unseren Rivalen gezwungen haben. Das ist erstmal das ganz, ganz Wichtige. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben sich heute schon wieder gegen Alpha Tauri durchgesetzt, Kaspar. Und es wird spekuliert, ob Sie es schaffen, ihn den vierten Platz streitig zu machen. Was sagen Sie dazu? Es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es schon länger auf den vierten Platz abgesehen, auch als andere uns schon abgeschrieben hatten. Für uns kommt es bei jedem Rennen auf jede Sekunde an. Und unsere harte Arbeit macht sich in der Tabelle bemerkbar. Wir wissen, was wir können. Und wir können es schaffen. Ihr Ruhestand drückt natürlich immer näher. Denken Sie oft daran? Nein, davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich habe einen Job zu erledigen und muss bei der Sache bleiben.
Jede Sekunde zählt. Und wenn ich auch nur für einen Augenblick mit den Gedanken woanders bin, kann das den Unterschied zwischen Platz 4 und 5 in der Konstrukteursmeisterschaft machen. Genau so ist es. Abseits der Strecke ist es was anderes, aber ich versuche, mich nicht ablenken zu lassen. Freuen Sie sich schon auf Ihren Ruhestand? Wie werden Sie Ihre Zeit verbringen? Nicht voreilig werden, bitte. Ich bin immer noch ein Formel-1-Rennfahrer und ich habe immer noch vor, die verbleibenden Rennen zu fahren. Fragen Sie mich nach der Saison nochmal. Ganz einfach, mein Fokus für die Sache. Das war dann alles. Ganz einfach, mit dem Kopf bei der Sache bleiben. So, nach dem Rennen. Hayden. Hayden. Kasper, hey, wir schließen zu Alpha Tauri auf. Ja, gute Leistung da draußen. Ich glaube, wir können es schaffen, Kasper. Wir sind im Spiel. Du weißt schon, dass es nicht leicht wird, oder? Ja, bei aussichtslosen Schlachtenkämpfen am härtesten. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, natürlich. Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Wollte nur gratulieren. Gleichfalls. Man sieht sich. Bye. Adios. So, und dann gehen wir ins nächste Kapitel. Das wäre Kapitel Nummer 16. Das sehen wir uns aber morgen um 14 Uhr an, wenn ich da noch dazwischen käme. Brian. Brian. Kasper, die Besprechung wurde um 10 Minuten verschoben. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, danke. Großartiges Rennen heute. Letzte Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir jetzt um den vierten mitkämpfen. Naja, du kennst ja den Spruch. Bei aussichtslosen Schlachten kämpft man am härtesten. Wow, brillant. Den muss ich mir merken. Inspirierende Lebensweisheit. Immer weiterkämpfen, Kasper. Wir sehen uns dann bei der Besprechung. Bis dann, Brian. So, und jetzt ist Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2021. Story Mode, Breaking Point, wie auch immer. Kapitel Nummer 16 steht. Sehen wir uns, wie gesagt, morgen um 14 Uhr.